Moin, moin, liebe Party People, und herzlich willkommen zur zweiten Folge Rise. Natürlich nicht Rise, sondern Age of Empires 2. Die zweite Folge von Age of Empires 2. Naja, Rise, Age of Empires, das Setting, Kämpfe, ist ja ähnlich, ja? Deswegen kann man sich da auch mal vertun, denke ich. So, wir haben letztes Mal die ersten 5 Tutorial-Missionen gemacht. Wir machen jetzt direkt weiter mit einem Bündnis eingehen. Leider wird diese Folge nicht ganz so lange dauern. Wir sind seit der Schlacht bei Stirling leer und wir müssen erst wieder unseren Handel in Gang bringen, bevor wir nach Süden in das von den Engländern besetzte Land marschieren können. Wir müssen daher einen Marktplatz errichten und Handelswege zu den Dörfern befreundeter Clans bauen. In hiesigen Legenden tauchen immer wieder 3 heilige Reliquien auf, die im Süden von Stirling versteckt sein sollen. Gelingt es, diese Artefakte für das schottische Heer einzunehmen, wird die Truppenmoral erheblich gestärkt. Ja, ich habe nicht so viel Zeit heute. Die Folge wird ungefähr eine halbe Stunde, denke ich mir, dauern. Wenn wir nicht ganz fertig sind mit einer Mission, dann werden wir da ein bisschen warten müssen dann, ne? Warten müssen. Früher beenden, müssen wir da eine Pause drücken oder so. Ich bin auch schon komplett plemplem. Okay, wir machen mal weiter. Erobern Sie 3 Reliquien und stellen Sie diese in Ihrem Kloster auf. Ja, kein Thema. Dann hol dir mal die erste. Okay. Dass es für die rautenförmige Karte im unteren rechten Bildschirmteil 3 verschiedene Einstellungen gibt. Sie können zum Beispiel nur Militäreinheiten oder nur Rohstoffe und Handelseinheiten sichtbar machen, indem Sie auf die Schaltflächen rechts unterhalb der Karte klicken. Für die Truppenmoral wäre es gut, heilige Reliquien zu sammeln und in unserem Kloster aufzustellen. Ja, das habe ich ja gerade die erste. Befindet sich ganz in der Nähe unseres Dorfes. Eine weitere Reliquie ist bei einem unserer Verbündeten und eine dritte in den Händen der Engländer. Gut, Sie haben jetzt eine Reliquie. In den Händen der Engländer. Sie haben Kloster durch einen Rechtsklick auf das Kloster. Sie erobern eine Reliquie, indem Sie auf einen Mönch klicken und anschließend auf die Reliquie rechts klicken. Mönche haben auch andere Fähigkeiten. Sie können unsere verletzten Soldaten oder die unserer Verbündeten heilen. Außerdem können Sie versuchen, einen feindlichen Soldaten zum Übertreten unser Heer zu bekämpfen. Perfekt! Sie haben jetzt eine Reliquie aufgestellt. Im Kloster aufgestellte Reliquien lassen ihre Goldvorräte langsam anwachsen. Okay. Wir laufen dann einfach mal zusammen los. Wenn die Bärensträucher abgeerntet und alle Tiere erlegt sind. Felder werden wie Gebäude errichtet und müssen regelmäßig erneuert werden. Wenn Sie auf einem Feld Nahrung ernten möchten, klicken Sie auf einen Dorfbewohner und rechts klicken Sie dann auf ein Feld. Okay, Freunde. Dann gehen wir mal weiter. Eins ist ganz in der Nähe des Dorfes, hat er gesagt. Eine weitere Reliquie. Und die anderen sind in den... und die andere ist in den Händen der Engländer. So, die Schafe gönne ich mir mal eben. Die können dann hier hin. Okay, weiter geht's. Wo haben wir möglicherweise die nächste Reliquie? Das müssen wir dann mal schauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Können wir schon mal ein paar People hier organisieren. Geht es jetzt hier zu den Engländern? Verbündete befinden. Ihr Verbündeter, der gelbe Spieler, kann Ihnen dabei helfen, den Feind zu bekämpfen. Sie können mit Ihren Verbündeten auch Handel betreiben. Um Handel betreiben zu können, müssen Sie einen Marktplatz bauen. Sie haben jetzt genug Soldaten, um die Engländer angreifen zu können und ihre Reliquie in ihren Besitz zu bringen. So. Macht mal hier einen Dorfbewohner. Jetzt mal gucken. Das ist der Gelbe. Das ist der Verbündete. Das ist schon mal gut. Wenn ihr euch auf einen Angriff gegen die Engländer vorbereitet, kann ich euch aushelfen. Hier, nehmt Nahrung und Holz von uns. Oh, das ist aber nett. Dorf erreicht. Gehen Sie hinein und schauen Sie, wie es dem Dorf ergeht.
Das Tor der Verbündeten öffnet sich von selbst. Willkommen. Wenn ihr wegen der Reliquie gekommen seid, ihr findet sie auf dem Hügel im Nordosten unseres Dorfes. Nordosten, das bedeutet da oben. Da ist der Marktplatz auch direkt. Sobald der Marktplatz bei uns fertig gebaut ist, werden wir Marktkarren erstellen und Handel betreiben. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Machen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Dorfbewohnski. Okay, hier gibt es nicht weiter. Dann machen wir hier weiter im Nordosten. Das ist ja hier dann. Sie haben jetzt einen Marktplatz. Sehr schön. Mit Hilfe des Marktplatzes können Sie Marktkarren entwickeln, die wiederum zusätzliches Gold erzeugen. Für eine geringe Gebühr können Sie auf dem Marktplatz auch Rohstoffe gegeneinander tauschen. Klicken Sie auf den Marktplatz und klicken Sie dann auf Nahrung für Gold kaufen. 4 Stück. So, du machst noch Holz mit. Hier habe ich schon mal eine gute Armee noch dazu. Welcher Hügel soll das sein? Auf dem Hügel hier irgendwo, sagte er. Geht's wahrscheinlich hier einen Hügel hoch? Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. So. Sehr gut. Wenn Sie auf den Markt mach du auch mal Holz. Wenn dieser sich auf einem verbündeten Marktplatz befindet, können Sie zusätzliches Gold erzeugen. Ihr Marktkarren wird dann selbsttätig zwischen Ihrem und dem verbündeten Marktplatz hin und her verkehren. Ja, ist gut. So. Dann machst du mal hier was. Hä? Hier ist aber nichts. Bewohner und Soldaten erscheinen in der Regel außerhalb des Gebäudes, in dem sie erschaffen wurden. Mit Hilfe der Sammelpunkte. Es werden mehr Häuser benötigt. Sich zu einem bestimmten Punkt zu bewegen. Wenn Sie einen Sammelpunkt setzen möchten, dann klicken Sie zunächst auf Ihre Kaserne und klicken Sie dann auf Sammelpunkt setzen. Ja, das habe ich ja schon mal. Dort auf die Landkarte, wo Sie Ihre Infanterie sammeln möchten. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte erstmal reichen. So, ihr beide macht Gold, das ist gut, das ist sehr gut sogar. Die Schubkarre, Dorfbewohner arbeiten wirkungsvoller, ja, finde ich gut. Hier machen wir die Befiederung. Die Engländer greifen unser Dorf an. Könnt ihr uns etwas Nahrung oder etwas Gold als Tribut zahlen? Natürlich nur, wenn ihr es entbehren könnt. Ja, können wir. Danke für die Rohstoffe. Wenn ihr ein paar Soldaten entbehren könnt, dann kommt in unser Dorf und lasst uns die Engländer vertreiben. Um ihrem Verbündeten zahlen zu können, müssen sie auf die Schaltfläche Diplomatie im oberen Bildschirmteil klicken. Okay, was möchte er haben? Etwas Nahrung und etwas Gold, aber geben sie ihm nicht alles, was sie besitzen. Sie werden es noch brauchen. Okay. Auf dem Technologiebaum können sie erkennen, welche Technologien Sie entwickeln und welche weiteren Entwicklungen Sie durchführen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche Technologiebaum im oberen rechten Bildschirmteil, um den Baum für Erfolg einsehen zu können. Lassen Sie uns die Engländer vernichten. Okay. Machen wir mal. Hier, komm. Theoretisch, praktisch machen wir es auch. Ja, machen wir auch. Ja, hier. Oh, rein, Alter. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich weiß, ich werde angegriffen. Ah! Okay. Wir müssen jetzt zum Angriff schreiten. Angriff. Nein, jetzt ist er drinne!
Wird die wohl hoffentlich zerstört, hä? Nein. Sollte das eigentlich nicht passieren? Naja, Freunde, dann machen wir weiter hier. Ihr habt jetzt erstmal eine defensive Haltung. Abgesehen von euch Mönchen, ihr werdet diesen hier bekehren. Hehehe, jetzt bist du unser Armbrustschütze, du kleine Sackratte. Sehr schön. So. Habe ich hier noch einen Marktkarren jetzt produziert? Nee. Die sind alle schon am Fahren. Sehr schön. Dann geht es hier weiter. Ah, der ist tot. Ja, das ist doch schön. Ich muss hier aber mal ein bisschen weiter producen. Denn. Erstmal das hier. Und hier machen wir auch. Den Goldabbau verstärken. Und sowieso die Schmiedekunst. Aber zur Verteidigung mache ich hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wo werde ich angegriffen? Aggressive Haltung. Nee, du machst da weiter. Sehr schön. Im Nordosten hat er doch gesagt, ist da eine Reliquie. Wo soll die denn bitte sein? Ich hab die noch nicht gefunden. Oder meint er die... Meint er hier Nordosten? Auf einem Hügel. Ich bin da nämlich gerade ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt. Aber Freunde, wisst ihr, was wir machen? 100 Nahrung, 200 Gold. Wir gehen in die Rückzugzeit. Achso, 445 Nahrung, ich habe dabei Holz geguckt. Ah! Naja. Ist halt so. Ja, wo soll das sein? Nordosten, hier ist ja überall Wald. Hier kann ich ja gar nicht weiter. Und hier ist keine Reliquie. Genau, ihr geht mal hier wieder rüber. Dann habt ihr auch noch ein bisschen was zu abgrasen. Wo zum Teufel? So zum Henker. Eine Reliquie befindet sich ganz in der Nähe unseres Dorfes. Eine weitere ist bei unserem Verbündeten und... Ach so. Lol. Ja, möglicherweise muss ich einfach nur hier hin, ne? Oder sowas. Hier hoch. Ah, oh, da bin ich ja vielleicht ein bisschen doof einfach nur gewesen. Wenn ich hier hingehe, dann ist die bestimmt hier vorne, ne? Ja, sag ich doch. Sammel die mal ein, mein Friend. So, jetzt wollen wir... Ja, ich weiß, du hast hier... Brabudje, oder so. Genau, sehe ich auch so. Alles klar, ihr habt da zu tun... Das brauchen wir aktuell nicht, aber wir machen jetzt 100 Nahrung, 200 Gold. Wir machen das jetzt. Wir gehen in diese Ritterzeit. Hier holen wir uns die... Hier hätte ich einfach nur richtig lesen sollen. Holen wir uns die Reliquie und diese bringen wir bei uns ins Kloster. Hier können wir nichts verbessern. Hier könnten wir...
Dieselbe Weise, sie sehen, was ihre Verbündeten sehen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dafür brauche ich nur mal eben kurz ein bisschen mehr Nahrung, danke. Und du machst das. Perfekto. Und ihr kommt hier schon mal wieder zurück. Weil als nächstes wird hier angegriffen, ne? Hier einen stehen, der die Dings gebaut hat. Ja. Du baust jetzt nochmal 1, 2, 3, 4 Häuser. Und dann rüste ich noch ein bisschen auf. Und dann passt es. Aber vielleicht kann ich dann im Stall auch was erreichen, sobald wir in der Ritterzeit sind. Dann können wir vielleicht auch ein paar berittene Einheiten losschicken, die dann schneller bei den jeweiligen Bogenschützen und sowas sind. Eins finde ich gut, dass wir hier auf jeden Fall. Oh, wir haben scheinbar einen Priester verloren, hä? Oder steht hier noch ein Priester? Noch drei, oder nicht? Ja, wie es aussieht, haben wir einen Jetzt Priester haben Sie verloren. zwei Reliquien aufgestellt. Wenn Ja. Sie jetzt noch eine herbeischaffen, haben Sie gesiegt. Ja. Aber die ist ja bei den Feinden. Oder rebelliert schneller, ist egal. Entwickelt ihren Speer weiter und beschert ihnen leichte Kavallerie, die stärker und schneller ist. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Wir werden trotzdem hier nochmal Armbrustschütze. Ah, nicht genug Nahrung. Okay. Nahrung ist aktuell das Problem, also würden wir hier. Ja, sind hier Scheiße angelegt. Da noch ein Feld anlegen. Was du bestückst. Achso, mehr als 75 geht sowieso nicht. Alles klar. Dann könnten wir ja theoretisch sagen, wir machen noch zwei Dorfbewohner für Nahrung. Nahrung. Ja, zwei Dorfbewohner habe ich gerade gemacht. Die sich hier nur um Nahrung kümmern, das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Perfekt. Hier. Einmal da. Ja, Brustgeschirr, das hätte ich vielleicht vorher mal entwickeln sollen. Brauchen wir nicht weiterentwickeln, was kostet das? Nahrung, nee. Machen wir nicht. Das ist schon mal eine gute Sache. So, Freunde. Den Priester können wir hier gebrauchen. An unsere ganzen Marktkarren, was natürlich schön was am Goldstatus richtet. Was haben wir hier? Dorfbewohner arbeiten effizienter. 100 Nahrung, 200 Holz. Nee. Wir wollen ja hier den Bodkin-Pfeil machen. Glaube ich, ganz wichtig. Und hier wollen wir das auch eigentlich aufrüsten. Hier ist es nicht ganz berittene Bogenschützen. Holz und Gold. Einseitig, okay. Ja, den Rest nehmen wir davon. Ja, die machen wahrscheinlich aber nicht so viel Schaden bei Gebäuden, ne? Also. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 müssen erstmal reichen. Und jetzt können wir sagen, theoretisch. Du baust mir jetzt noch mal eben schnell eine Waffenschmiede irgendwo hin, hier hin. Vielleicht können wir noch ein paar Be Belagerungswaffen dann basteln. Angriffsstärke erstmal erhöhen, sehr schön. Okay, ihr beiden habt nichts zu tun. Das ist schlecht. Jetzt habt ihr wieder was gleich zu tun. Nahrung sorgen. Perfekt.
Ja, hier, komm, leg wieder ein Feld an, Captain Schnürschuh. Hier könnte man Mönche besitzen, bla bla bla, von feindlichen Mönchen bekehrte Einheiten. Nein. Nein, auch das nicht. So, du kannst hier wieder Holz machen gehen. Technologiebaum könnte man doch hier angucken. Was ich noch weiß, was immer ganz gut sind, gut war, Belagerungskanonen können wir natürlich nicht. Eine Belagerungsramme. Das ist jetzt erstmal nur ein Rammbock. Brauchen wir das? Wollen wir nochmal welche mitnehmen? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, hä? Ja, komm. Wir nehmen welche mit. Und zwar drei Ramböcke. So. Immer noch ein bisschen was investieren. Aber dann zu viele? Ihr macht da oben noch zu viele Einheiten. Was? Hier kommen noch zwei. Ich habe noch sieben frei. Wie viel kommen denn hier noch? Drei. Also kann ich noch vier Ritter? Ja, ne? Müsste gehen. Ah nein! Die werden ja noch gar nicht mitgezählt. Scheißendreck. Egal. Du machst da weiter. So, aber das ist ja schon mal ein Anfang. Kann man ja schon mal mitarbeiten. Zwei Einheiten können wir noch. Mach das mal weiter. Die berittenen Einheiten noch mal ein bisschen verbessern. Und jetzt haben wir einen Knacks mit den. Jawohl, das habe ich mir schon gedacht. Elite-Planker, jawohl. Einfach mal weiterentwickeln. Alles, was keine Nahrung kostet aktuell, ist gut. Und hier wird was gemacht noch. Okay. Das bedeutet aber, das ist unsere Armee. Da ist was. Mit der wir dann hier über das Meer ziehen werden. Oh Gott, die sind ja lahmarschig, die Rammböcke. Uiuiui. Hätte die vielleicht nicht unbedingt machen sollen. Nahrung, Gold, Nahrung, Gold. Mach das hier. Du machst nicht genug Nahrung. Wie viel brauche ich? 215, das habe ich ja gleich zusammen. Hier, mach du mal das da. 215 habe ich gleich. Und zwar jetzt. Pikeniere machen wir damit. Na, so langsam geht unser Gold- und Holzvorrat auch ein bisschen zur Neige. Deswegen werden wir hier mal ein bisschen. Können wir nicht. Egal, Freunde. Unten habe ich jetzt keinen Übergang gesehen bisher. Ah, aber hier ist einer. Jetzt ist halt eben nur die Frage, wo sind die Gegner? Sind die Gegner näher oder sind sie möglicherweise weiter weg. Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir keinen Platz mehr haben für neue Leute. Jo, alles klar. Erstmal machen wir hier mal ein bisschen Belagerungswaffen. Wo sind die berittenen Bogenschützen? Ihr kommt auch mal mit nach hier vorne und werdet mal die Leute hier angreifen. Okay. So, mach du mal hier unten den. Sehr schön. Alle auf den. Dann auf den. Wenn das Tor auf ist, ist das schon ganz schön. Noch habe ich keine Einheit verloren. Und der wird auch noch dran glauben. Jawollo.
Dann werden wir jetzt einmarschieren. Haben wir noch zwei? Gott, ich hätte drei dabei. Warum fährt denn er hier weg? Voll drauf da. Freunde, ich werde hier mal weiter verbessern. Nämlich das hier. Hier haben wir nichts mehr. Okay, alles klar. Ja, ihr versammelt euch erstmal da. Die können wir natürlich nicht reparieren, die Einheiten. Die Rammen. Heißt das so Rammen? Rammen? Ganz Rammen? Rammböcke. Weil es sind ja Maschinen und keine Menschen. Aber, was man schon mal sagen kann, ist, die Armbrust schützen. Hier schon mal jemanden hier seht. Menschen, die könnt ihr schon mal abschießen. Ja, jawohl, genau. Den da. Jawohl. Und auch dich. Die anderen da oben können sich austoben. Das ist gar kein Thema. Ah, hier ist die Reliquie. Okay. Die werden wir schützen. Hier ist der Mönch. Und du holst dir jetzt die Reliquie. War das jetzt schon die komplette Verteidigung? Ihr greift das hier an, Freunde. Und ihr... Achso. Du kannst jetzt mal dahergehen. Da. So. Ich hab eine Einheit verloren. Unglaublich. Wird er angegriffen, ja. Hier, macht mal den. Macht mal den. Macht mal den. Und auch ihr. Macht mal den. Ihr macht den. Der Priester. Hält sich mal dazu. Und ihr macht auch den. Und ihr Rammen, Rammböcke, macht mal die Häuser kaputt. Würde ich sagen. So, Dorfzentrum ist gleich hinüber. Auf geht's. Rammböcke, macht weiter. Mach den da mal fertig. Huhu. Bin ziemlich gemein, ich weiß. Glückwunsch. Sie haben ja! Neben Besitz gebracht. Sehr schön. Gewonnen. Sehr gut. Ja, habe ich geschafft. Alles klar. Auf das Spiel beenden. Ja, ich hab's ja geschafft. Nachdem die drei Reliquien sicher in schottischen Kirchen untergebracht werden konnten, sind die Männer davon überzeugt, dass wir vom Himmel gesegnet sind. Unser Herr hat eine Glückssträhne und wir bereiten uns auf den letzten Zusammenstoß mit den Engländern vor. Schottland verfügt jetzt über eigene Bogenschützen und Ritter, die uns beim Kampf gegen Longshanks unterstützen werden. Wir marschieren in Richtung Süden nach Falkirk, wo wir mit dem Heer von William Wallace zusammentreffen und unseren gemeinsamen Angriff auf die englische Festung planen werden. Ja, liebe Freunde, das ist es für diese Folge gewesen. Wir haben eine weitere Mission der Lernkampagne geschafft. Da hätten wir das wahrscheinlich auch schneller machen können, aber ist ja nicht so wild. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt Kritik gerne in die Kommentare. Ich bin da offen für alles. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Aber bis dahin würde ich sagen, ciao, ihr Party People.